das letzte halbe Jahr schon mit Coldplay ist wirklich toll gelaufen. Es ging los Ende der Außensaison in Raste, dem großen Preis. Den konnten wir schon gewinnen. Sind dann direkt wieder mit dem Turnier in Oldenburg angefangen, wo wir auch den großen Preis gewinnen konnten. Und dann kamen die internationalen Geschichten mit Frankfurt, was natürlich für uns besonders gut lief, weil wir da beide Springen von der Weltrangliste auch gewinnen konnten. Dann ging es nach Münster im Championat. War auch dementsprechend die Atmosphäre da, dass wir auch das Springen gewinnen konnten. Dann sind wir nach Leipzig gefahren, Weltcup-Turnier, auch wiederum im Championat. Am Samstag im Hauptspring Zweiter. Coldplay ist, ja, man kann echt sagen, mein bester Freund. Also das ist, wir kennen uns in- und auswendig. Er bringt mich jeden Tag zum Lachen. Er ist einfach was ganz Besonderes. Ja, also genau so, wie man ihn jetzt hier sieht, ist er auch ein wenig. Er ist extrem unkompliziert. Er ist sehr ausgeglichen im Alltäglichen, im Umgang. Die größte Macke ist im Prinzip, wenn man ihn rechts und links anbindet, dass er immer versucht, den Haken loszumachen. Er ist immer rechts und links am Knabbeln und versucht sich dann, das hat er nicht so gerne. Das ist so seine größte Macke, die er hat, wo er einfach wirklich von lebt. Und das hat man auch wirklich in den letzten Wochen immer gemerkt, wenn er ein bisschen Atmosphäre kriegt, ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, so auf den Turnieren mit ist und dementsprechend auch ein bisschen getüttelt wird, dass er dann wirklich auch den Ehrgeiz entwickelt, diese Parcours zu springen. Also das ist wirklich für ihn schon deutlich erkennbar, dass er gerne auf dem Turnier ist. Wenn er in der Siegerehrung steht, dann steht er da auch und sagt, ja, guck mal, hier stehe ich. Das zeichnet ihn so ein bisschen aus, sag ich mal.